Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass ihr wieder einlohnst. Also ich bin wirklich fix und fertig. Seit zwei Folgen bin ich nur am Wegrennen und Kämpfen und ich komme wirklich zu gar nichts. Jetzt wollte ich schnell nach der letzten Folge hier mich zu meinem Bett retten, weil es ja Nacht war und ich dem endlich ein Ende setzen wollte. Jetzt guckt euch bitte hier dieses Schlachtfeld an. Das ist eigentlich so bildlich gesprochen, wirklich das, was hier jetzt abging noch. Ich habe jetzt ohne euch wirklich fast noch 30 Minuten gekämpft, weil ich komme hier zu der Hütte und dann steht hier natürlich direkt ein Troll neben meiner Bude, hat hier schon wieder komplett alles abgebaut. Ich bin natürlich komplett überladen und kann im Grunde genommen wirklich einpacken. Und was ich mir jetzt überlegt habe, Leute, dass ich mal ganz schnell mir noch mal einen anderen Punkt baue oder eine sichere Hütte, denn ich weiß ja, dass auf dem Weg, den ich vor uns gelaufen bin, hier irgendwo Grasland war. Und das würde ich jetzt noch mal in Anspruch nehmen. Hier ist Grasland. Okay, also. Und dann kann ich das ja eigentlich hier oben bauen. Wir machen das jetzt anders. Ich baue mir jetzt noch mal ein sicheres Bett. Allerdings mache ich das im Grasland, wie ihr seht, weil ist mir wirklich zu heftig hier, die Nummer. Und dann kann ich ja eins gleich der Hütten hier benutzen, ne? Weil ich liebe doch die da hinten. Guck mal, hier ist ja so. Oh. Hier ist ja sogar auch ein Bett. Und eine Kiste. Das ist ja auch perfekt, ne? Dann mach das jetzt hier mal alles rein, was du gerade überhaupt nicht brauchst, damit wir mal ein bisschen Platz hier kriegen. Alter Vater, ey. Okay, das kannst du jetzt einsammeln da hinten. Geil. Dann schnell mal hier eine Werkbank reingebaut. Es ist unfassbar. Greift das Schwein mich jetzt auch noch an? Lass mir doch mal kurz meinen Frieden, bitte. Danke. Okay, ich kann die Betten, kann ich die auch für mich benutzen? Okay, das habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann die Betten jetzt auch benutzen hier. Aber das geht gar nicht, Leute. Wie ihr seht. Was ich hinaus will, ich will noch mal, ich muss noch mal nach Hause, Leute. Ich krieg hier nur auf den Sack und ich will jetzt noch mal meine Rüstung aufwerten und noch mal mein Schwert, weil das ist echt zu krass, Leute. Das ist einfach zu krass. Ich sag's euch so, wie es ist. Und vor allen Dingen muss ich das auch anscheinend abzäunen. So, also, ich kann dich nie abbauen hier, oder was? Ist ja doof. Warum geht das nie? Machen wir es halt so, oder?
Okay, ist doch ohne Variante. Ich brauche auch mal kurz ein bisschen Beruhigung, Leute. Das ist echt so krass gewesen. Kannst du das da oben mal wegbauen? Damit vielleicht. Das mal weg. Da jetzt wieder das Feuer hin. Okay, jetzt haben wir nicht genug Steine. Aber du kannst dir hoffentlich schon mal ein Bett hier in die Ecke setzen. So, okay, jetzt markiere ich das Bett. Spawnpunkt wurde gesetzt. Hatte ich hier noch Steine drin? Ja. Aber halt nicht genug, ne? Okay, du kannst ja auch mal. Du hast ja auch die Jungs hier dabei. Reicht das? Yes. Okay, dann wäre das jetzt schon mal erledigt hier. Da ist das. Jetzt würde ich das hier mal noch dicht machen. Auch wenn das wahrscheinlich nicht sein muss, aber. So, was hast denn du hier benutzt? Okay, das und das. Dann gebe ich dir das hier noch. Genau. So, perfekt. Sehr schön. Hier fehlt noch ein Stück. Und dann ist die Hütte erstmal so weit zu. Und hier konntest du, glaube ich, noch was reparieren. Okay. Nö, alles okay. Dahin, hier ist halt noch. Genau. Und das Stück da unten komme ich irgendwie nie ran. Obwohl von hier. Sehr schön. Okay, so, jetzt erstmal ganz kurz beruhigen. Da hinten ist jetzt die Werkbank. Hier ist jetzt natürlich die übelste Nebelparty wieder hier drin. Aber. Okay. Das passt doch schon mal, oder? So, und wo baue ich denn jetzt das Portal rein? Reicht die Werkbank bis hier rüber? Okay, ganz knapp nur. Okay, das muss ich mir noch mal kurz angucken. Nee, das ist zu steil alles hier. Das ist eigentlich schon dumm. Dann baue jetzt richtig hässlich von mir aus. Auch völlig egal. Okay, du hast kein Holz. Bau nochmal Holz, Leute. Alter Schwede, ey, Leute. Ich bin so durch. Das war echt zu krass, ne? Die haben mich so verprügelt. Okay, Achtung. Und in dem Düsterwald ist so viel Alarm.
dass ich wirklich lieber hier mir eine Hütte baue oder so einen kurzen Rückzugsort. Okay, das reicht erstmal. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte es hier nebendran bauen, ne? Okay, gib mir einfach nur ein paar Wände. Weil genau. Und das ist mal relativ entspannt jetzt hier. So, du da noch hin? Wohl, ist eigentlich schon krass Quatsch jetzt. Egal. So, das reicht doch. Dann oh, das war es schon wieder an Holz. Oh. Also, was ich wirklich sagen muss, mal schnell losmachen und mal irgendwas erledigen, ist halt gar nicht, ne? Ich habe fast das Gefühl, ich bin so ein bisschen ohne Sinn und Verstand irgendwie losgerannt. Allerdings habe ich ein neues Biom entdeckt, was ich aber wirklich auch erstmal gerne außer Acht lasse jetzt. Weil ich bin mir sicher, dass ich da neue Ressourcen finde. Und ich bin im Bronzezeitalter noch gar nicht vorangekommen eigentlich. Oder gar nicht, ist vielleicht übertrieben. Aber wie gesagt, so wie die mich jetzt schon vermöbelt haben wieder, Leute. Das war echt nicht cool, ne? Die haben mir so auf den Sack gegeben. Warum seid ihr jetzt eigentlich hier? Wir sind doch im Grasland, Freunde. Wie kann das sein? Das gefällt mir überhaupt nie, dass ihr hier seid. Ich sag's euch so, wie es ist. So, dann mache ich hier gleich so ein fettes Tor hin. Nein! Warte. Mach das mal andersrum. So. Okay. Okay. Und für den Rest. Wie ausmacht das jetzt so hier? Es muss jetzt auch nicht wunderschön sein. Es soll nur etwas sein, wo mein Portal ein bisschen geschützt ist. Und dann würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall noch mal nach Hause porten. Ich meine, ich bin etwas vorangekommen, ne? Das muss man ja mal sagen. So, da hinten musst du aufpassen, da ist schon wieder der Düsterwald. Vielleicht muss ich mir wirklich noch mal das Nahrungsthema anschauen, Leute. Das war schon echt ungeil. Da war da noch einer, oder? Okay, ich habe mich anscheinend getäuscht.
Okay, du bist wieder voll. So. Alter, genervt. Gut, das kannst du von mir aus sauen, wie du lustig bist. Aber ihr seht, na, wie die hier auch Randale machen die ganze Zeit. Ist ja unfassbar, wie die hier alles zerdeppern. Diese Schweine. So. Und. Ach so, ein Dach für würde noch fehlen, ne? Ein ganz schnelles. Wie gesagt, es muss jetzt nicht schön sein. Okay, cool. Das hab ich, Leute. Mein Gott, ist das eine Geburt. Okay, wo ist das Portal? Da. So, wir nennen es um in Alter. Okay. Yes. Sehr schön. Und ich hoffe, dass jetzt erstmal ein Moment reicht, dass die mir das nie alles kaputt. Oh, guck mal, ich habe meine kompletten Bronzepfeile verballert, ne? Durch die Nummer mit dem Troll, ne? War schon krass, ey. Okay, dann erstmal kurz nach Hause. Scheiße, Leute. Scheiße, okay, die Karotten sind bestimmt auch wieder so weit, ne? Yes. Oder die Samen eher gesagt. Okay. Mal ganz kurz chillen, ey. Was ist das? Ich weiß nicht, wozu ich das brauche, aber jetzt habe ich es nur hier, ne? Zack. Zack. Was ist hier noch am Start? Leder, geil. Das lohnt sich natürlich. Natürlich ganz toll. Okay. Okay, ich muss mir aber auch neue Pfeile bauen, ne? Aber ich habe die jetzt so verballert, die Pfeile, ne? Warte mal, das kann, glaube ich, hier noch rein. Yes. Kannst du die Jungs auch erstmal dahin? Was hast du hier noch? Feuerstein. Na, dann nimm das erstmal, bevor wir gar nichts jetzt haben. Und genau, ich penne jetzt erstmal, Leute. Ich schmeiß die Schmiede wieder an und dann gucke ich mal, was ich an meinen Werkzeugen oder an meinem Equipment noch verbessern kann. So, euch hab ich. Okay, braucht Kohle, ne? Da, 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 da.
Okay, so. Dann kann ich. So, habt ihr noch genug zu phrasen? Ich hoffe. Dann mache ich noch mal schnell die Kartoffeln ready. Kartoffeln, sage ich schon. Karotten. Yes. Und dann hatte ich sogar noch mehr Samen, ne? Wenn ich mich nicht recht. Ja, geil. Wenn ich alles anbauen, den ganzen Kram. So. Und zwar gib mir mal, das kannst du mir höchstwahrscheinlich auch mal geben, weil ich mal ein bisschen aussortieren muss bei mir im Gehege. Und ihr nochmal hier rein. Vielen Dank. So. Guck mal, da hinten sind noch mehr. Okay, Leute. Also, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so hektisch war in der letzten Folge. Und eigentlich auch die Folge davor. Aber ich habe wirklich, ich war so knapp dabei, das Zeitliche zu segnen, aber wirklich gefühlt alle 3 Minuten. Dass das auch wirklich noch Ausdauer kostet. Nimm doch jetzt mal hier den Bach. Ja, es geht wirklich um einiges schneller hoch, sehe ich gerade. Richtig geil. So wirklich bis in jede Kante die Möhren rein. So. Okay, die 14 Stück kann ich ja aufheben, falls mal irgendwas schief geht. Behalte ich mir die mal noch. Okay, dann den Boy wieder weg. Dann nehmen wir uns mal hier den Kollege Schlachtermesser und gucken mal, ob wir hier mal ein bisschen aussortieren. Jetzt wirst du die Pilze wahrscheinlich wieder einsammeln, ne? Okay, das ist. Hä? Ach so. Haben wir hier alles? Ja. Hier liegen noch Keulen. Und da hinten ist noch die Party. So, einen von euch würde ich mal noch erledigen. Und dann schmeiße ich euch jetzt hier wieder den Kram hin. Oh, guckt mal, die haben halt richtig krass die Karotten wegge. Nein, nicht schon wieder. Das Spiel troll, also ist so fies mittlerweile. Oder? Alter, das ist ja nur noch jetzt. Das ist ja gar nicht geil. Oh, ich hasse alles. Hab ich hier mal überhaupt irgendwann noch mal Ruhe? In diesem Spiel. Und ich dachte, ich komme hier gemütlich nach Hause. Lass mich vorbei. Alter, wie die auch auf meine Wildschweine losgehen. Alter, ich habe hier nie wieder Ruhe, oder? Lass die Schweine in Ruhe! Alter, das werden da immer mehr!
Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist so ein Schutz. Ihr seid das so bescheuert. Was ist das für ein Spiel? Guckt euch das an. Ich raste so aus. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter, guckt euch das an, die sind überall. Das ist ja so eine Plage. Die haben da so einen Schuss, oder? Die haben da echt so einen Schuss. Jetzt musst du halt mit deinem Kind Liebe machen. Das, ich sage, das ist ja voll der Inzucht. Alter, ich habe die Schnauze so voll. Und ich wollte nur gemütlich nach Hause. Oh Gott, ey. Nein, nein. Oh Gott, ich muss so aufpassen, ne? Ich muss so verdammt aufpassen. Guckt mal, die waren sogar in der Kiste. Wer bist denn du hier? Ein Reh, okay. Die haben da wirklich einen Schuss, Leute. Das ist ja übel stressig jetzt geworden. Ich meine, gut, ich bin Tag 53, ne? Ich komme halt. Ich komme zu gar nichts mehr. Ich bin nur noch am Kämpfen, Leute. In meinen letzten Kräften. Stehe ich hier morgen auf. Und bin nur noch dabei, die Grauzwerge abzuwehren. Und irgendwelche Sterne 1-Trolle. Oh Gott, ich brauche so eine Pause, ey. Alter, hat das Fahrt aufgenommen. Ich würde es ja wirklich verstehen, wenn ich jetzt schon... Das ist bestimmt auch mit den Fertigkeitspunkten hängt das zusammen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich auf jeden Fall gar nicht gut. Gott. Wie die mir noch das Wildschwein zerschlagen haben. Aber das liegt halt auch daran, dass meine Wildschweine dann immer so in Aufruhr sind, wenn die da vor dem Zaun stehen, ne? Okay, Leute, was wollte ich denn überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich räume jetzt erstmal den Kram hier rein. Okay, Leute. Also, da muss ich sagen, da ist eine Menge los, ne? Das ist jetzt alles hier nicht mehr so chillig. Jetzt wird hier halt nur noch fett abgefeitet. In einer Tour. Aber okay, so ist es nun, ne? Was soll ich sagen? Ich habe aber das Gefühl,
Das ist jetzt schon so richtig knackig und ich werde höchstwahrscheinlich viel, 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 viel häufig sterben. Oder viel, viel häufiger als vorher. Liebe Leute, ich sag für heute erstmal Tschüss. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Und in der nächsten Folge würde ich, wie gesagt, die Rüstung und so nochmal kontrollieren. Und ob ich mein Schwert nochmal ein bisschen hochgeballert kriege. Und dann traue ich mich höchstwahrscheinlich wieder über mein Portal rüber. Und hoffe, dass ich zum Uralten komme. Aber ihr seht, ich wollte eigentlich letzte Woche schon dahin. Und jetzt ist schon die zweite Folge wieder der Woche. Und jetzt bleibt uns nur noch der Samstag. Und ich bin da ja immer noch nie. Liebe Leute, aber für die, die es spielen, die wissen wahrscheinlich, wie intensiv das an der einen oder anderen Stelle ist. Leute, ich beruhige mich jetzt und sage Tschüss bei Walheim und wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Tschüss. Thank you.